So, hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Hack, dessen Story relativ schnell erklärt ist, so wie es auf SMW Central steht. Die Story ist, dass du Mario spielst, der durch Level geht. Das war's. Also, wir spielen Mario und gehen durch Level und gucken uns das Ganze mal an. Das Ding heißt Slurchoby und hat 9 Level. Das heißt, wenn er doof ist, dann wird es nicht allzu lange doof sein. Wenn er gut ist, haben wir 9 schöne Level vor uns. Was kann schon schief gehen, ja? Gucken wir einfach mal. Der Startbildschirm ist schon mal grandios gut auf jeden Fall. Starten wir rein. Ton sollte jetzt wieder ein bisschen lauter sein. Es ist beim Ingame-Sound, es ist echt immer komisch, so wenn ich es aufnehme und mir am PC anhöre, klingt es okay. Wenn ich es auf YouTube hochlade, ist plötzlich der Ingame-Sound viel leiser. Aber ich nehme es jetzt noch ein bisschen lauter auf den Ingame-Sound. Das heißt, jetzt wird es hoffentlich passen. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, wir hören schon mal Custom-Musik. Das ist schon mal gut. Ich hasse es, wenn Hacks die normale Musik verwenden. Ich kann die einfach nicht mehr hören. Nicht, weil die schlecht ist. Ich kann es einfach nicht mehr hören. Something about this welcome screen seems fishy. Ja. Ich glaube auch. Yoshis Haus. Alles klar. Moment. Ist jetzt hinter der Messagebox einfach nur ein On-Off und ich kann die trotzdem drücken und einen Text auslösen? Oder ist die Messagebox der On-Off-Schalter? Das ist der On-Off. Okay. Haben wir einen Troll-Hack gefunden? Was ist das denn? Once upon a time. Gucken wir. Gucken wir mal rein. Okay, es kommt schon mal kein Gegner hier raus. Das ist schon mal gut. Und wie gesagt, Custom-Musik. Damit kann man schon mal nichts falsch machen. Außer sie ist komplett furchtbar. Was jetzt hier nicht der Fall ist. Er hat geschrieben... Das heißt, er hat geschrieben in der Beschreibung, also er ist von der Kategorie her bei Very Hard. So, die ersten Level sollen doch recht leicht sein. Und dann wird es wohl schwierig. Kennt ihr auch diese Maulwürfe, die einfach aus der Luft heraus... Ah, das ist, dass ich die Shell nicht mitnehmen kann. Ich wollte schon sagen, hä, aber... Ja, das soll so. Auch wenn es jetzt nicht sonderlich schön ist, aber das soll so. Okay, die drücken mich einfach ein bisschen weg. Kein Problem. Auch das ist jetzt nicht das Problem. Ich weiß nicht, ob es großartig Sequel... Oh, das ist jetzt schon krasser, wenn man sich das mal anguckt, ohne dass ich was drücke. Ja, die drücken einen schon recht schnell. Oh ja. Wenn da dann natürlich mal genau sowas hier kommt, dann ist man recht schnell aus dem Rhythmus. Aber es hat gepasst. Kommt die auch so? Ja, die kommt auch so raus, ich jetzt bedenken können. Oh, oh, okay. Oh, und er hat den Patch drin, dass die Musik weiterläuft. Das ist doch schon mal sehr schön. Das gefällt mir. Sehr angenehm. Sehr angenehm. Sowohl, dass der Reset-Patch drin ist, das heißt, wir spielen jetzt nicht mit Leben und so. Weil man braucht den Hex eigentlich nicht mehr mit Leben spielen. Das ist jetzt keine Kritik, wenn ein Hack noch mit Leben arbeitet, so wie sie zum Beispiel ja Evil Conquest 2 gemacht hat. Aber es ist einfach... Also ich spiele zumindest Hacks wegen der Level an sich und nicht, weil ich in einem Zusammenhang in einer bestimmten Lebenanzahl durch die Level kommen will. So, das weiß ich nicht. Das hat ja mittlerweile ja sogar Nintendo im Prinzip erkannt. Und bei Odyssey gab es ja auch schon keine Leben mehr. Sondern wenn du gestorben bist, hast du halt 10 Münzen verloren. Wow. Dramatisch. Richtig dramatisch. So, na, weil du einfach... Das Sterben in dem Videospiel ist einfach nicht mehr schlimm, weil eine Anzahl runtergeht, sondern weil du halt deinen Fortschritt verlierst. So, das ist das Ding. Und das ist dann auch...
Und das ist dann auch okay, finde ich. Aber so jetzt sterben und dann irgendwie Leben holen müssen. Natürlich ist das Problem dann, wenn du keine Leben mehr hast, brauchst du auch hast du ein anderes Belohnungssystem. Weil jetzt Münzen sammeln, wozu? Ja, und dann ist schon wieder so ein Shop ganz cool. Aber es ist... Niemand macht dieses verkehrt. Weil es bringt jetzt nichts Leben zu... You're fired. Es bringt jetzt nichts Leben zu sammeln, wenn es keine Leben gibt. Es macht es angenehm zu spielen, aber das lässt halt die Boni im Spiel selbst wieder irrelevant erscheinen. Wozu sammle ich Münzen? Ja, auch Yoshi-Coins jetzt hier zum Beispiel zu verstecken, würde nur Sinn ergeben, wenn du nachher was... Oh boy. Okay, wenn du nachher was einbaust, was halt abfragt, ob du die Yoshi-Coins gesammelt hast, dass du zum Beispiel sonst nicht weiterkommst. So, sowas kannst du dann wieder machen. Oder eben alle 100 Münzen kriegst du ein Power-Up, einen Pilz. Sowas ist dann natürlich cool und sinnvoll. Aber... Gott, diese Plattformen werden mich noch ärgern. Das sehe ich jetzt schon. Ich sehe das jetzt schon kommen, dass wir so Einsersprünge bekommen über diese Plattformen. Und ja, und ich vor allem da nicht springen kann. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Wenn wir im 9. Level oder so dann solche Plattformen mit Einsersprüngen haben. Das wird super. So, noch geht's ja. Ich habe ein gutes Timing. Ich konnte nicht springen. So. Emero hat gesagt, ich bin kein Mensch, weil ich mit Tastatur spiele. ja. Ich habe mich irgendwie im Moment wieder an die Tastatur mehr gewöhnt als an den Controller. Ich weiß auch nicht. Es ist auch immer so umständlich vom... Pro-Controller zu wechseln mit USB, wenn man die ganze Zeit Switch spielt. USB. Mit Bluetooth, wenn man die ganze Zeit auf der Switch spielt. Das sind irgendwie zwei verschiedene Frequenzen oder so, auf denen das durchläuft und dann. Ach, ist ja egal. Jedenfalls dauert es immer 3 Jahre, bis mal wieder der Pro-Controller am PC funktioniert und wenn er dann am PC funktioniert, dauert es wieder 3 Jahre, bis er wieder an der Switch funktioniert. Irgendwie will das immer nicht so ganz schnell hin und her wechseln, wie ich das gerne hätte. Und da ich im Moment einfaches Sagen spiele, ist für mich eigentlich das okay, mit Tastatur zu spielen. Aber gut, das Level, den Levelnamen lese ich nicht vor. Das hier. Ein präpubertärer Levelname. Entschuldigung an alle präpubertären Menschen. Nicht alle sind so primitiv. So. Insofern eigentlich wieder blöd, wenn man sagt, das ist ein präpubertärer Levelname, weil das ist er eigentlich nicht. Das ist ein primitiver Levelname, das ist er. Aber nicht alle, die noch vor der Pubertät oder auch nach der Pubertät sind. Gleich so primitiv. Das ist auch wieder Quatsch. Und damit tut man den Menschen voll Unrecht, wenn man so verallgemeinert rumlabert. Sollte man sich abgewöhnen. So. Ich merke das immer wieder, dass ich das mache. Das ist eigentlich nicht gut. Oh boy. So, wir haben 2 Pilze. Ich wollte gerade sagen, ich sehe hier ein First Try in dem Level. Aber ich fürchte, ich habe es gerade versaut, meine First Try. Oh boy, aber wir kommen weit. Wir sind, glaube ich, fast durch. Ich werde kurz vor dem Ziel sterben. Mark my words. Oh Gott, wie mache ich das denn jetzt hier? Oh, es wäre fast passiert. Es wäre fast passiert. Aber nur fast. Uff. Uff. Das war knapp. Das war dezent knapp. Toxic Douchebags. Okay. Ah, die hat man auf jeden Fall... Ah ja.
zum Glück sind es nicht die aus Mario Maker, die einen richtig verfolgen und durch die Gegend hüpfen und so gut wie alles mitnehmen, was ihnen in den Weg kommt. Ah. Wenn ich jetzt hier schon meine Blume verliere, dann bin ich doof, klar, aber okay, ich darf hier auf keinen Fall die Blume verlieren, sonst kann ich das Level neu starten. Okay, das Level besteht darauf, dass man die Blume behält. Wait. Okay, die blaue Blume ist auch giftig. Ich hätte es mir denken können. Ah, die sah so speziell aus. Oh, super. Jetzt ist es vorbei, ne? Geil. Okay. Okay, wir haben ein Level, in dem ich mein Zeug behalten muss. Das war ein Pilz. Ein Giftpilz wohlgemerkt. Ach, deswegen kriege ich hier auch zwei Blumen. Ah. Ich krieg direkt zwei Blumen. Das heißt, ich darf eine verlieren. Nicht, dass ich das vorhätte. Aber das ist schon mal gut zu wissen. Und jetzt bin ich auch nicht mehr dumm und renne da rein. Jetzt weiß ich ja, wo ich nicht hin darf. Ja, kein Trumpf. Ah, und hier verliere ich die so wie... Oh, jetzt machen wir das mit Feder. Okay, das ist cool. Oh, jetzt muss ich so lange aushalten, bis der Block wieder da ist. Und wenn ich den Block kaputt mache, dann bin ich komplett doof. Das wäre auch wieder so ein nicht ganz Softlock, weil ich kann mich ja töten. Aber es wäre ungünstig. Und die Fliegen... Oh boy. Okay. Ich muss jetzt... Oh, das ist cool. Ich muss jetzt Anlauf nehmen und dann den hier machen und dabei aber nur die Blumen mitnehmen. Und jetzt habe ich beides. Jetzt brauche ich wieder die Feder. Well, jetzt muss ich die Feder aber so runterlassen, dass die nicht der Yoshi frisst. Und jetzt verliere ich sowieso alles. Und hier ist der Midway Point. Wow, das Level ist voll kreativ. Nicht so wie der Sprung. Der Sprung war nicht so kreativ. Warte, wir machen jetzt erstmal Folgendes. Wir machen erstmal den weg. Okay, der fährt eh da hoch. Der fährt eh da hoch, dann ist es egal. Und da kommt gar kein normaler Pilz raus. Ach so. Das ist ja frech. Okay. Okay. Gut, also jetzt wissen wir schon mal, was da drüben passiert. Nichts Schönes. Und da ist wieder meine Blume. Also von vorne der ganze Spaß. Boah, das war knapp. Okay, ich würde die gerne nicht einsammeln. Dankeschön. Ah, aber wahrscheinlich kriege ich egal. Ah. Oh, ich muss. Oh, ich fürchte, das war's. Ja. Okay. Okay. Das Level ist herausfordernd. Das Level ist schon. Das wollte ich nicht. Das Level ist schon herausfordernd, ne? Aber das gefällt mir voll gut. Das ist. Also, ich finde, hier sind die Giftgimmicks tatsächlich cool eingebaut. Mag ich. Mag ich wirklich. So, und diesmal einfach nicht nochmal springen. Das war dumm. Ich würde hier auch gerne... Wobei, ich muss jetzt eigentlich nicht. Ich kann sie behalten. Ich will sie eigentlich schon behalten. Ne? Okay, okay, okay. We did it. Puh. Oh, jetzt verliere ich eh wieder eine. Aber beide. Jetzt mache ich das Level nicht mehr. Ach du Schande. Ach du Nö. Ach Nö. Hier heim. Will das nicht. Okay, der Weg ist nicht weit. Also jetzt, wir wissen schon, der Weg ist nicht weit. Ich kann wirklich mich ein bisschen... Ich kann mir Zeit lassen mit dem Ballon. Bis zum Ballon hinkommen ist nicht das Problem.
wenn man sich nicht doof anstellt. Dann ist bis zum Ballon kommen nicht das Problem. Und übrigens, jetzt ist es natürlich ein bisschen zu spät, das anzusprechen. Aber es war voll lustig. Wir haben ja noch in Evil Conquest 2 drüber geredet. So, Emero macht ja gerade kein SMB mehr. Und die sollen ihn mal fragen, ob er den Hack denn spielen würde. Und ja, tatsächlich. Emero hat jetzt... Da ist noch eine Plattform gewesen. Emero hat jetzt tatsächlich Evil Conquest 2 im Stream gespielt. Und entdeckt ganz viele grafische Geschichten. Noch die mir natürlich überhaupt gar nicht aufgefallen sind. Also falsche Ecken und solche Geschichten. Finde ich witzig. Was er alles noch so sieht. Er hat es sogar geschafft. Wir haben keine Ahnung wie, oder vielleicht haben sie es mittlerweile geschafft, es zu reproduzieren. Er hat sogar geschafft, in dem Level mit dem Yoshi, in der letzten Bonuswelt, in der Mondwelt halt, ne? Das ist keine Bonuswelt. In der letzten Welt, da war doch dieses Yoshi-Level, wo man ganz viele Kekse und so essen musste. Er hat es geschafft, Yoshi da groß zu bekommen und keiner weiß wie. Er muss irgendeine Art Glitch ausgelöst haben, der trotzdem die Abfrage ignoriert hat, ob Yoshi genug ist oder nicht, weil eigentlich hat Lux ja verhindert, dass Yoshi an der Stelle groß werden kann. Aber er hat es geschafft. Keiner weiß wie. Er spielt jetzt im Moment jeden Montag wieder Mario-Kram. So, Mario-Montag quasi. Das heißt, wenn euch das interessieren sollte, empfehle ich euch wärmstens zu Emero in den Stream zu kommen am Montag. Schreibt er meistens dann auf Twitter, wenn er zu Mario wechselt. Meistens macht er vorher noch League. Das will ich nicht sehen. Und dann schreibt er auf Twitter, wenn er zu Mario wechselt. Also wer früher auch gerne bei Emero Kram geschaut hat, Mario Kram. Im Moment ist er wieder ein bisschen in der Mario-Stimmung. Und streamt wieder Mario. So. Unter anderem ist eben nächsten Montag dann noch der Rest von Evil Conquest 2 dran. Ist aber nicht mehr viel, er ist ja schon in der letzten Welt. Es geht jetzt bei Punkhazard, glaube ich, weiter. So, die coolen Level kommen jetzt noch. Ach, da hinten komme ich nicht durch. Ich glaube, ich gehe einfach mal unten rum. Ich glaube, das wäre schlau. Ich glaube, das war nicht schlau. So. Okay. Und das Coole ist halt, Lux ist direkt im Chat dann immer mit dabei und fixt sofort die Sachen, die Emero so auffallen, wenn es irgendwelche falschen Ecken sind. Dann schreibt immer gleich, okay, ist sofort gefixt. Ah! Lass mich in Ruhe. Nein, was? Und er spielt deutlich besser als ich. Ja, er spielt zwar mit Gamepad und schiebt es ein bisschen aufs Gamepad, dass es besser ist, aber er ist einfach besser. Man sieht also, ich habe mich in Evil Conquest 2 wirklich, wirklich enorm angestellt. Das sehe ich auch wieder, wenn ich ihm zuschaue. So, die Sachen, wo ich angefangen habe zu rewinden, die spielt er halt trotzdem. Er stirbt ein paar Mal dort. Aber er spielt sie halt trotzdem. Ohne großartig da rumzuweinen. So, jetzt aber nicht wieder hier runterstellen. Ich gehe jetzt mal ganz unten lang. Ich weiß nicht, ob da Boden ist oder ob er da dicht gemacht hat. Der Kollege. Nein, da kommt man rum. Das ist gut. Ja, das ist halt deutlich angenehmer. So, und jetzt darf ich eh keinen Block mitnehmen. Das heißt, ich kann es auch so machen. Jetzt muss ich wahrscheinlich den Pilz behalten. Und ich kenne noch nicht den Ablauf, der hier... Ja, das war's. Aber ich muss mir mal angucken, was noch alles kommt. Mist. Ich muss 100% den Pilz behalten. Das wird nochmal kritisch. Das Level wird in der zweiten Phase echt nochmal kritisch. Das hätte ich ja nicht gedacht. Zumindest wieder für mich, ne? Aber gut, wir nehmen uns jetzt einfach die Zeit und wir werden das Ganze in Ruhe spielen. Ja,
es ist egal. Wir haben es schon geschafft. Teilweise kommt eh der Teil, wo ich meinen Kram verliere. Oh, ich könnte verhindern, dass ich das verliere. Ich kann es einfach runterlassen durch die Box, ne? Ah, das muss ich nutzen. Das muss ich nutzen und das werde ich auch nutzen. So, jetzt gehen wir jetzt wieder unten rum. So viel dazu. Aber ja, wenn ich beide Blumen mit durchnehmen kann, dann kann ich das, glaube ich, austricksen. Wir werden es gleich sehen. Ob das irgendwie verhindert wird oder ob ich das austricksen darf. Ja, ich schaff's halt nicht wieder. So wird's halt nichts mit austesten. Na, wenn ich jetzt die Box auswähle oben und dann fällt mir der Pilz runter, oder die Blume runter. Nein! Dann fällt mir die Blume runter. Dann wäre das besser. So. Noch haben wir alles. Gleich können wir es testen. Wenn ich jetzt keinen Quatsch hier mache, und den mache ich nicht, können wir testen, ob es funktioniert. Also kann ich scrollen? Wie Sie sehen, sehen Sie kein Scrolling. Das heißt... Ah, ich krieg's nicht hin. Ich kann sie höchstens hier runterlassen. Und dann verliere ich... Oh. Okay, es geht nicht. Man bringt die ROM zum Absturz. Hups. Das, war natürlich nicht so gut. Hups. Ja, das ist dann passiert. Oh nein, nicht jetzt schon. Ich brauche die doch. Ich will jetzt erstmal gucken, was da noch kommt. Ich muss wissen, ob ich den Pilz noch brauche oder nicht. So, die Gewissheit brauche ich jetzt erstmal. Weil wenn nicht, dann kann ich hier entspannter durchspielen. Aber ich hundertprozentig brauche ich den. Ich brauche ihn nicht. Okay. Okay, das heißt, ich habe einfach einen Hit übrig. Gut, dann kriegen wir das Level hin. Dann kriegen wir das Level hin. Ich dachte, ich muss den Pilz behalten. Oh, ist das gut. Das ist... Ich musste das jetzt halt erstmal rausfinden. Ich hoffe, das verzeiht ihr mir. Einen Entdeckungs-Rewind. Das heißt, ich krieg den Pilz nur für den Hit, den ich kassieren darf. Das ist gut. Weil gerade am Anfang komme ich relativ schlecht durch, ohne den Hit zu kassieren. Gerade hier am Anfang werde ich den ziemlich sicher mitnehmen. Und zwar der da jetzt. Da komme ich relativ schlecht durch. Okay. Wäre witzig, wenn ich... Ja. Na, ihr seht, was ich meine. Jetzt weiß ich ja aber schon. Ja, jetzt haben wir es im Prinzip. Jetzt muss ich nur noch hier durchkommen. Easy. Ich musste rausfinden, wie das geht. Das war das Ding. Ich musste das sehen. Ich hatte halt die ganze Zeit so eine Blockade im Kopf, weil ich gedacht habe, scheiße, ich muss den Pilz da mitnehmen. Und dann war ich viel zu aufgeregt. Und ich hab's ja... Also den Pilz, glaube ich, könnte ich nicht mitnehmen. Da würde ich mich ziemlich lange anstellen. Okay. 4 Level von 9.
Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Morgen geht's weiter. Und tschüss.